Geboren bin ich in Ayutthaya. Okay. Mhm. Und nachher bin ich ins Kinderheim gekommen. Und nachher bin ich dort, 3,5 Jahre. Okay. Nachher ist die Mami mich geholt. si je peux dire que si je n'avais pas rencontré aujourd'hui ma famille et puis que je ne me sentais pas bien dans mon club de lutte, j'allais me décourager depuis. Parce que je me sentais pas accepté. Ouais, je me sentais tout le temps rejeté. Je suis né et grandi à Dakar, mais normal. Normal, parce que moi, en fait, je suis musulman et pratiquant. Malheureusement, je n'ai pas fait d'études. Mais heureusement aussi, j'ai étudié ma religion. Au début, moi, je me disais peut-être que j'avais des fans par rapport à la couleur. Parce qu'ils voient un noir, un black, qui veulent faire leur sport traditionnel, national, qui est la lutte suisse. Peut-être il y en a même qui se disaient que c'était pour m'amuser, ouais, que j'avais rien d'autre à faire. Mais aujourd'hui, il y en a qui se déplacent uniquement pour venir me voir. J'ai une femme que j'aime, elle m'aime. J'ai une belle famille aussi qui m'aime. J'ai les lutteurs aussi qui sont compréhensifs, ils sont tous compréhensifs, ils sont d'accord aussi. Que ouais, sans Pouye, on n'est rien. Sans moi, le club, on peut dire, parce que moi, en fait, je les ai apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, je respecte les règles. Pourquoi pas de ne pas être roi? Oui, on espère. Ja, der Vorurteil ist schon immer noch da mit den Freuen, dass man das mit sich offener sein könnte. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, dadurch, dass ich selber noch nie etwas erfahren habe. Geht es eigentlich noch. Aber es ist schon noch so im Hinterkopf oder hinterm Rücken, dass man sagt, ja, das ist eine Freude. Also offiziell darf man nur in Männertracht schwingen. Genau. Weil wir haben so eine Beinkombination, Körper- und Hochschwingkombinationen. Und mit der Freudentracht, also Wallis der Freudentracht, die ein Rock ist, gehe ich das überhaupt nicht. Ich habe mich total gewehrt gegen die Klischee. Also, ich konnte mit meinem Daddy Musik machen auf einem Kilbiwagen. Und dann habe ich gesagt, ich lege sicher kein Sättel wie Sämli an. Nein, so ein Scheiß. Oder? Also, ich habe so ganz tief verankerte Ländlerbeizen gespielt. Das finde ich schön. Die haben einfach so das authentische Denken. Die sagen, hey, wenn es mir gefällt, kommt es mir nicht darauf an, von wo. Oder? Ich habe gesagt, früher habe ich mich extra gewehrt gegen alles, was so ein bisschen mit traditionellem zu fest in Zusammenhang gebracht werden konnte. Wir wollten nur eben unsere Vorbilder nachspielen, die speziellen, um die auch nicht so politisch oder auch sonst so in die Ecke gedrängt werden. Und jetzt haben wir anfangs auch wieder ein bisschen, haben wir, glaube ich, unseren Komplex auch überwunden, oder, dass man sagt, ja, für das passt es doch, ist doch schön. Ja. Es gibt so eine Ländlermusikbeiz, dort fühle ich mich einfach voll daheim. Das ist in Goldau, Berner Höhe. Und das ist noch einfach ganz ein cooler Groove, die Leute kommen. Die kommen auch noch wirklich, weil sie die Musik interessiert. Und eben dort haben wir so ganz knustige Typen dabei, aber das ist jetzt nie ein Stammtisch, der daneben irgendwie gegen Ausländer gehetzt wird, also gar nicht. Das ist einfach die Musik. Das sind Liebhaber von noch guter Ländlermusik, Volksmusik irgendwie. Und das schätze ich ungemein, oder? Das finde ich einfach schön, so Sachen. Thank you.
Geiler Sieg, super. Geil. Super, super.